Als ich Anfang 20 war, hatte ich extreme Herausforderungen mit meiner Impulskontrolle. Das heißt, ich habe viel zu schnell und zu oft und zu heftig reagiert. Ich habe dann ganz viel daran gearbeitet, zum Beispiel, indem ich gelernt habe, ich warte erstmal ab, was der andere sagt, dann zähle ich auf 5 und dann reagiere ich. Oder auch manchmal einfach Dinge gar nicht zu sagen oder gar nicht zu reagieren, sondern wirklich innerlich erstmal mit sich selber auszumachen und dann nach außen zu tragen. Denn bei dieser niedrigen Impulskontrolle hat man das Problem, dass man schnell Dinge tut, die man nachher bereut. Das kennst du vielleicht auch. Und trotzdem ist es mir vor einigen Monaten wieder passiert, dass ich in einer Warteschleife hing. Erstmal 10 Minuten habe ich aufgelegt, dann nochmal 10 Minuten wieder aufgelegt, dann habe ich wieder angerufen und dann habe ich, glaube ich, 35 Minuten gewartet, bis endlich jemand ranging und ich war ja schon auf 180, als der andere dann ranging. Und dann hat er eine Kleinigkeit gesagt, irgendwie sowas wie, ist nicht mein Problem, das ist ja ihr Problem. Und bin ich völlig ausgetickt am Telefon, habe dann wirklich zum ersten Mal einen Mitarbeiter im Kundenservice in so einer Telefonhotline angeschrien. Danach habe ich mich schlecht gefühlt. Und das ist genau das, was in der Regel passiert, wenn wir in so einem Automatismus reagieren und wenn wir unsere Impulse nicht unter Kontrolle haben. Und deswegen lohnt es sich, an der Impulskontrolle zu arbeiten. Das heißt nicht, dass dir nie wieder sowas passieren wird. Auch mir passiert es eben viel, viel weniger als früher und mir passiert es immer noch, dass ich zu schnell reagiere. Aber es hilft einfach, im Leben mit anderen besser zurechtzukommen, wenn man abwartender ist, wenn man einmal nachdenkt, bevor man Dinge tut und wenn man dann dadurch auch nicht so viel bereuen muss. Also der beste Trick für mich ist, wenn der andere was sagt und du willst schon sofort reagieren, vielleicht auch laut reagieren, dann innerlich auf 5 zu zählen und erstmal abzuwarten. Oder wenn der Nachbar wieder blöd vor deinem Haus parkt, vielleicht kennst du das, ich kenne das auch, dann eben auch nicht zu reagieren, sondern innerlich auf 5 zu zählen und zu warten. Und dann hat es sich oft schon auch erledigt. Das ist eine ganz einfache Methode, um deine Impulse besser unter Kontrolle zu halten. Denn letztendlich ist ein Impulsausbruch nichts anderes als ein Berg, der sich aufbaut und dann wieder runtergeht. Und du verhinderst eben den Höhepunkt, indem du vorher schon einmal atmest und auf 5 zählst.